Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Und am besten passt ihr gleich auf, denn Sauron wird wieder auf uns herunterblicken und deswegen müssen wir uns ein bisschen geduckt halten. Doch heute habe ich wieder ein Thema rausgegraben und zwar hatte ich noch vor einem Jahr eine Umfrage gestartet gehabt und diese habe ich jetzt auf meinem Computer gefunden gehabt und dort war abgestimmt, wer der stärkste Charakter im dritten Zeitalter ist, in Mittelerde. Jetzt ist das aber ein Ranking, also das umfasst dann 20 Personen. Doch bevor es wieder losgeht mit dem Video, habe ich hier die Umfrage aus dem letzten Video und dort war gefragt, wen findet ihr interessanter, Faramir oder Imrahil? Und da haben eine kleine Mehrheit abgestimmt für Imrahil. Den kann ich mich nur anschließen, denn Imrahil ist wirklich ein richtig guter Prinz und er kümmert sich richtig gut um Dol Amroth und versucht auch natürlich Gondor zu unterstützen, wie es geht. Stimmt doch bitte wieder ab in diesem Video einfach eine Antwort unter meine Frage und schon habt ihr mitgemacht. Doch jetzt kommen wir zurück zum Thema. Die Fangemeinde von mir hat natürlich jetzt folgendermaßen abgestimmt. Auf Platz 20 haben wir Beorn, der Hautwechsler. Und das ist kein normaler Mensch, denn der hat einiges drauf. Er kann sich nämlich zu einem großen schwarzen Bären verwandeln und dadurch ist er noch viel gefährlicher. Er ist jetzt im Nahkampf richtig stark und kann seine Feinde regelrecht zerschmettern. Deswegen sollte man auch ganz starken Respekt vor ihm haben. Beorn ist auf alle Fälle auf Platz 20 gelandet, laut Community. Auf Platz 19 ist Thranduil, der König vom Waldlandreich. Dabei handelt es sich um den Herrscher von den Waldelben und er ist auch der Vater von Legolas. Er hat sehr viel miterlebt. Er war sogar bei der Schlacht des letzten Bündnisses dabei und versuchte immer das Beste für sein Volk. Er hat immer gegen das Böse angekämpft und als der Grünwald sich langsam zum Düsterwald entwickelte, wurde die Bedrohung immer schwerer. Aber Thranduil ist ein ausgezeichneter Kämpfer und kämpfte sehr stark gegen die Meuten der Orks an. Auf Platz 18 haben wir Elrond, der Herrscher von Bruchtal. Er ist eigentlich im Prinzip ähnlich zu Thranduil, nur er ist eine ganze Ecke intelligenter und kennt sich hervorragend in der Heilkunst aus. Auch im Schwertkampf sollte man ihn nicht unterschätzen, denn dort ist er sehr schnell und agil. Er war auch bei der Schlacht des letzten Bündnisses dabei. Bei Elrond handelt es sich um einen Halbelb und der hat dann später natürlich den Weg der Elben gewählt. Auf Platz 17 haben wir den Wächter im Wasser. Dabei handelt es sich um eine riesige Krake, die im Wasser lebt. Die Gefährten haben dieses Wesen getroffen und es ist wirklich unklar, was dieses Wesen überhaupt ist. Ist es vielleicht ein Maia? Man weiß es nicht ganz genau. Trotzdem ist dieses Wesen sehr gefährlich gewesen und hat die Gefährten gleich angegriffen. Und ich glaube, dieses Wesen lebt immer noch. Auf Platz 16 haben wir Baumbart, der Ent. Und dieses Wesen ist sehr, sehr träge. Er läuft sehr langsam, er redet sehr langsam, aber man sollte ihn nicht unterschätzen. Denn wenn er erstmal richtig wütend wird, dann wird der Turbo erstmal richtig eingeschaltet. Denn dann geht er los und könnte jeden einzelnen Feind zermalmen. Er hat dann zusammen mit den Ents Isengard komplett vernichtet und zurückerobert. Die ganzen Orks und Uruks, die dort waren, wurden komplett vertrieben. Also die Orks fürchten sich vor diesem Baum. Auf Platz 15 haben wir Gwarhir, der Fürst der Adler. Dabei handelt es sich um einen riesengroßen Vogel, der sehr stark in der Luft ist und die Feinde fürchten sich vor ihm, denn er hat keine Probleme, den ein oder anderen Charakter zu vernichten, denn in der Luft ist man einfach stärker, wenn natürlich nicht tausende Bogenschützen kommen. Doch trotzdem hat er keine Probleme, durch die Massen von Orks hindurchzufliegen, denn so kann er jeden einzelnen Ork mitnehmen und umbringen. Er hat eigentlich schon einiges bewirkt in Mittelerde. Auf Platz 14 haben wir Scavar, der Wurm, einen mächtigen Feuerdrachen, der flugunfähig ist und hat natürlich keine Flügel. Jetzt wird natürlich der ein oder andere sagen, ach, der ist ja gar keine Bedrohung. Doch das ist falsch, denn sein Feuer ist sehr mächtig. Wenn er erst dazu kommt und speit sein Feuer, dann hat keiner eine Chance gegen ihn, denn so kann er sich durch die Reihen hindurchbahnen ohne Probleme. Es gab viele, die sich vor ihm gefürchtet haben. Auf Platz 13 haben wir den goldenen Drachen Smaug. Und dieser Drache hat schon mal einen großen Vorteil gegenüber Scavar, und zwar hat er Flügel und kann wenigstens fliegen. Das bereitet ihn natürlich einen enormen Vorteil in der Luft. Doch das ist nicht das Einzige, was Smaug so einzigartig macht. Er hat auch nochmal ein ganz mächtiges Feuer, was ihm geholfen hat, den Erebor für sich zu erobern. Seine Krallen sind auch messerscharf und da könnte er jeden einzelnen aufspießen. Und vor allen Dingen ist Smaug ziemlich groß und kann damit jeden einzelnen einschüchtern. Auf Platz 12 haben wir Círdan, der Herr von den grauen Antworten. Bei Círdan kann man eigentlich sagen, es ist ein Elb, der vor allen Dingen einen Bart hat, was schon mal sehr ungewöhnlich ist. Und es ist mit eins der ältesten Wesen in Mittelerde. Und er hatte schon so viele Schlachten miterlebt und vor allen Dingen auch überlebt. Er ist auch Ringträger gewesen eines Elbenringes, den er dann natürlich an Gandalf weitergegeben hat.
Dennoch ist er jetzt der Schiffsbauer und er baut verschiedene Schiffe für die Elben, damit sie nach Valinor reisen können. Auf Platz 11 haben wir nun einen Istari, und zwar Palandu, der Blaue. Er ist eigentlich im Prinzip ein sehr mächtiger Istari, der schon von Anfang an lebte. Er wurde dann auch nach Mittelerde geschickt, um den Menschen dort zu helfen. Er ist durchaus mächtig und hat auch bestimmt den einen oder anderen Trick, den er anwenden kann. Also man sollte ihn auf alle Fälle nicht unterschätzen. Auf Platz 10 haben wir Alatar, der Blaue Istari. Eigentlich ist das ja nur der Wegbegleiter von Palando, denn die sind beide zusammen in Mittelerde angekommen und sind dann gleich in den Osten marschiert und haben wahrscheinlich dort versucht zu helfen. Er ist natürlich auch ziemlich stark und hat den ein oder anderen Zauber, den er aus dem Ärmel schütteln kann. Auf Platz 9 haben wir Radagast, den Braunen. Das ist der Begleiter von Gandalf und er gehört natürlich auch zu den Orden der Istari. Aber er selbst hat sich dann gar nicht mehr so für die Menschen interessiert, sondern mehr so für die Tier- und Pflanzenwelt. Doch man sollte ihn nicht unterschätzen, denn dieser Zauberer hat einiges drauf, denn er ist durchaus mächtig und kann einiges bewirken. Aber leider ist er auch sehr naiv und fürchtet sich so ein bisschen vom Bösen. Auf Platz 8 haben wir Gandalf den Grauen. Gandalf ist einfach eine Schlüsselrolle im Herr der Ringe und vor allen Dingen ist er auch sehr, sehr weise und besitzt sehr viel Macht. Er ist so der, der sich am meisten reingekniet hat, den Menschen zu helfen. Er hat wenigstens versucht, überall helfen zu können, wie es nur geht. Und in meinen Augen gehört er mit einer zu den mächtigsten im Istari-Orden. Natürlich gibt es da noch den einen oder anderen mächtigeren. Trotzdem ist Gandalf wirklich schon ewig auf der Welt und das macht ihn gerade so stark. Also Gandalf sollte man auf alle Fälle nicht unterschätzen. Auf Platz 7 haben wir nun Galadriel, die Fürstin von Lothlórien. Sie gehört zu dem Volk der Noldor an und ist sehr weise. Sie kann vor allen Dingen deine Gedanken lesen oder geschweige denn in deine Gedanken hineinsprechen. Und man sollte sie nicht unterschätzen, denn sie versucht mit aller Gewalt ihr Reich zu schützen. Denn die Elben liegen ihr sehr am Herzen und deswegen versucht sie Lothlórien vor Sauron zu schützen. Auch sie besitzt einen Ring der Elben und das macht sie vielleicht sogar noch eine ganze Ecke mächtiger. Auf Platz 6 haben wir den Hexenkönig von Angmar. Das ist eigentlich der ranghöchste Nazgul, der existiert und er besitzt den ein oder anderen interessanten Kräfte. Er ist eigentlich Sauron richtig stark untergeben und er unterstützt ihn überall, wo es nur geht. Auch er hat einiges bewirkt und zwar hat er es geschafft, ein Reich zu gründen namens Angmar und mit diesem Reich konnte er das ganze Menschen-Nordreich Arnor vernichten. Das war wirklich eine Meisterleistung. Auf Platz 5 haben wir den Balrog von Morgoth. Hierbei handelt es sich um einen Maia oder auch andere sagen einen Dämon aus der alten Welt, was eigentlich im Prinzip nur ein Feuerwesen ist, was sehr mächtig und stark vor allen Dingen ist. Es ist ein Diener von Melkor und hat sich damals auch noch gerettet, als Angband angegriffen worden ist. Es hat sich dann nämlich in den Bergen versteckt und versucht so ein bisschen Unterschlupf zu finden. Aber trotzdem, dieses Wesen ist sehr tapfer, denn es hat sich Gandalf gestellt und hat den Kampf angenommen. Doch am Ende ist leider dieses Wesen gestorben. Auf Platz 4 haben wir Saruman der Weise. Das ist nun der oberste der Istari und der mächtigste. Und sein bestes Machtinstrument ist eigentlich seine Stimme, denn dadurch konnte er viele Menschen korrumpieren. Er verriet auch die Menschen und versuchte den einen Ring für sich zu holen. Er wollte den einen Ring für sich einfach nur haben. Auch er selbst schmiedete sich einen Ring und wurde dann später Saruman der vielen Farben. Trotzdem sollte man Saruman nicht unterschätzen, er ist durchaus ein sehr ernstzunehmender Gegner. Auf Platz 3 haben wir Gandalf den Weißen. Eigentlich kann man sagen, das ist der ganz neue Anführer der Istari. Er wurde nämlich zurückgeschickt, damit er seinen Auftrag erfüllen kann. Und das hat er natürlich auch gleich angenommen. Er hat nämlich weiterhin versucht, dem Menschen zu helfen. Aber er ist jetzt nun eine ganze Ecke stärker und versucht jetzt auch ein bisschen mehr gegen das Böse anzukämpfen. Er ist natürlich deutlich stärker als Saruman, sagt die Fan-Community. Und dem kann ich mich nur anschließen. Auf Platz 2 haben wir jetzt ein ganz bekanntes Wesen und zwar Tom Bombadil. Die Community hat für ihn mit abgestimmt, dass er auf den zweiten Platz kommt. Und ganz ehrlich, es handelt sich eigentlich um eine unbekannte Spezies. Man weiß nicht, was er ist und er hat noch nicht mal Interesse für den Ring. Er hat sogar den Ring aufgehabt und dieser Ring konnte ihn nichts anhaben. Sogar die Grabunholde fürchten sich vor Tom Bombadil und das zeigt einiges an Stärke. Aber ich denke, seine Kraft ist nur innerhalb des Waldes sehr stark.
Und nun auf Platz 1 haben wir den dunklen Herrscher Sauron. Bei ihm handelt es sich um einen mächtigen Maia, der von Aule und Melkor gelernt hat. Und er hat sich auch noch später korrumpieren lassen zum Bösen. Doch trotzdem führte er Massen an Orks in die Schlacht. Und er war durchaus sehr stark. Er war nämlich nicht klein zu kriegen und hat immer versucht, seine Feinde zu vernichten. Sauron ist wirklich, wie soll ich sagen, das ultimative Böse in der Hinsicht. Zwar nicht ganz so schlimm wie Melkor, aber trotzdem sehr hinterlistig und hat halt immer versucht, seine Feinde zu vernichten. Das wäre auch die Rangliste der Community gewesen, die gut vor einem Jahr erstellt wurde. Man kann sehen, dass die Liste doch schon ziemlich interessant ist, aber ich denke, der ein oder andere hat noch andere Ideen für eine eigene Liste. Das wäre auch alles gewesen über dieses Video und ich hoffe, euch hat es sehr gut gefallen. Unterstützt mich doch bitte bei Facebook, Twitter und Instagram. Bitte lasst ein Like da und teilt das Video, das würde mich sehr gut unterstützen. Und wenn ihr Interesse an weiteren Videos habt, ich habe noch Kollegen, die sehr gute Videos machen. Und zwar einmal der Herr der Ringe Stories, Mythen aus Mittelerde, Artcore und Tolkien erklärt. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Tschüss und bis bald.